Hallo, in diesem Video geht es um barrierefreies Design von Webseiten und wie man auf Webseiten Links gestalten sollte. Das Video ist Teil der Reihe Digitale Barrierefreiheit von Anfang an. Eines der allerwichtigsten HTML-Elemente ist das Element A, das benutzt wird, um Links zu erzeugen. Mit dem href-Attribut gibt man das Ziel des Links an. Dieses Ziel kann eine andere Seite sein oder ein Anker oder ID innerhalb von einer Seite. Mit dem optionalen Target-Attribut kann man das Zielfenster des Links angeben. Dies kann ein neues oder eventuell ein schon existierendes Fenster sein. Heutzutage haben viele Benutzer den Browser so angestellt, dass neue Seiten in einem neuen Tab geöffnet werden. Mit dem optionalen hreflang-Attribut kann man die Sprache des Zieldokuments angeben. Mit dem optionalen rel-Attribut kann man einen Linktyp angeben, zum Beispiel Help, License, Next für die nächste Seite oder Pref für die vorherige Seite in einer bestimmten Sequenz von Seiten. Das rel-Attribut ist aber vor allem für das Link-Element gedacht, das man nicht im Body, sondern im Head-Element von Webseiten benutzt. Unten auf der Folie steht ein Beispiel. Das A-Element hat ein href-Attribut, das auf die Seite help.html verweist, und den rel-Attribut mit dem Wert help. Blinde Benutzer können in ihrem Screenreader eine Liste von Links auf einer Webseite abfragen oder mit einer Kurztaste von Link zu Link springen. Deswegen ist es wichtig, dass der Linktext sinnvoll und aussagekräftig ist. Im Idealfall ist der Linktext an sich schon aussagekräftig, zum Beispiel Produkte statt hier klicken. Um Wiederholungen und lange Linktexte zu vermeiden, kann man auch den Kontext des Links benutzen, zum Beispiel die Worte, die vor dem Link stehen. Im Beispiel unten wird der Link auf eine Fehlercrypt-Anleitung gezeigt. Um Wiederholung zu vermeiden, hat der Webentwickler mehr als Linktext gewählt, statt des längeren Linktexts Fehlercrypt-Anleitung. Oft werden in Links Grafiken benutzt. Hier gibt es zwei wichtige Varianten. Die Grafik ist der einzige Inhalt des Links oder die Grafik ergänzt den Linktext. Im ersten Fall dient der Alternativtext als Linktext und nicht als Bildbeschreibung. Deshalb braucht ein Logo, das mit der Startseite verknüpft ist, einen Alternativtext mit dem Wort Startseite, damit blinde Benutzer verstehen, wo der Link hinführt. Im letzteren Fall muss man auch die Funktion der Grafik berücksichtigen. Wenn sie keine Funktion erfüllt und rein dekorativ ist, soll das Alt-Attribut leer sein. Wenn die Grafik eine Funktion oder Information vermittelt, soll diese im Alt-Attribut wiedergegeben werden. Zum Beispiel, wenn ein Link auf einer PDF-Datei ein Piktogramm für das PDF-Format enthält, soll man als Alternativtext PDF-Datei benutzen. Links können auch ein neues Fenster öffnen. Aus Sicht der Barrierefreiheit kann man dies nicht empfehlen. Bei normalen Links kann jeder Benutzer selbst entscheiden, ob er den Link im gleichen Fenster oder in einem neuen Fenster öffnet. Das Target-Attribut nimmt dem Benutzer die Freiheit, selbst zu entscheiden, wie er den Link öffnen will. Wenn man darauf besteht, mit Hilfe des Target-Attributs oder von JavaScript ein neues Fenster zu öffnen, soll man den Benutzer darauf hinweisen. Am besten macht man dies im Linktext. Das Title-Attribut wird von Screenreadern meist ignoriert. Links müssen visuell als Link erkennbar sein, auch für Personen mit einer Sehbehinderung, wie zum Beispiel Farbfehlsichtigkeit, und für Personen mit einer motorischen Behinderung, die die Links in einer Seite mit der Tastatur anspringen. Der Link sollte einen ausreichenden Kontrast mit dem Hintergrund haben und dies nicht nur im normalen Zustand, sondern in jedem Zustand, in dem ein Link sich befinden kann. Man kann CSS-Pseudoklassen benutzen, um für jeden Linkzustand Text- und Hintergrundfarben zu definieren, die ein Kontrastverhältnis von mindestens 4,5 zu 1 haben. Dies gilt also für die folgenden Linkzustände: Doppelpunkt Link für unbesuchte Links, Doppelpunkt Visited für bereits besuchte Links, Doppelpunkt Hover
wenn der Mauszeiger über dem Link schwebt. Doppelpunkt Fokus, wenn der Link mit Hilfe der Tastatur angesprungen wird. Und Doppelpunkt Active, wenn man den Link verfolgt. Links sollten auch gut vom Fließtext zu unterscheiden sein. Die klassische Methode ist die Unterstreichung, aber daneben kann man Links auch umranden oder fett machen. Wenn man aus ästhetischen oder anderen Gründen keine Unterstreichung, Umrandung oder eine ähnliche Methode benutzen will, dann sollte man darauf achten, dass das Kontrastverhältnis zwischen Links und Fließtext mindestens 3 zu 1 beträgt. Zum Beispiel, wenn man schwarzen Fließtext und blaue Links mit dem Farbcode 3333FF benutzt, dann ist das Kontrastverhältnis doch gerade hoch genug, nämlich 3,1 zu 1. Die Suche nach guten Farbkombinationen ist dann allerdings etwas schwieriger als der Einsatz von Unterstreichungen. Für die Bedienbarkeit mit der Tastatur ist es wichtig, dass der Benutzer immer sehen kann, welcher Link gerade den Fokus erhalten hat. Deshalb sollte man vermeiden, den browserdefinierten Tastaturfokus mit der CSS-Regel Outline.0 zu entfernen. Wenn man dies aus ästhetischen Gründen doch machen will, dann ist es unerlässlich, mit Hilfe von CSS einen gut sichtbaren Tastaturfokus zu definieren. Eventuell kann man die gleiche CSS-Anweisung sowohl für den Hover-Zustand als für den Fokus-Zustand benutzen. Webdesigner vergessen selten, eine CSS-Anweisung für Hover zu schreiben. Es ist nur eine kleine Mühe, die gleiche Regel auch für den Tastaturfokus zu benutzen. Ein anderer Aspekt der Bedienbarkeit von Links betrifft ihre Auslösung. Blinde und andere Tastaturbenutzer springen oft mit der Tabulator-Taste von Link zu Link, bevor sie einen Link auslösen. Wenn sie den richtigen Link gefunden haben, benutzen sie die Eingabetaste oder die Leertaste, um den Link, der gerade den Fokus hat, zu verfolgen. Deshalb darf ein Link noch nicht aufgerufen werden, wenn er lediglich den Tastaturfokus erhält. Ein letzter Punkt betrifft die Einheitlichkeit von Navigationsmechanismen. Wenn man Navigationsmechanismen auf jeder Seite von einem Webauftritt wiederholt, dann sollten diese Links gleich angeordnet und gleich gestaltet sein. Beispiele sind das Navigationsmenü und der Breadcrumb Trail. Die Anordnung sollte sich nur ändern, wenn der Benutzer eine solche Änderung veranlasst hat. Auch Navigationsmechanismen, die innerhalb eines Webauftritts immer die gleiche Funktion erfüllen, sollen einheitlich bezeichnet sein. Zum Beispiel sollte man den Link zu den Kontaktinformationen immer konsistent bezeichnen. Dieses Video wurde unter der Creative Commons 4.0 by Attribution Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden. Mehr Informationen über die Reihe Digitale Barrierefreiheit von Anfang an finden Sie auf der Website gpi.eu/von Anfang an.